Julia Roberts ist eine weltbekannte Schauspielerin und Star romantischer Hollywood-Komödien und Melodramen. Im Laufe ihrer Schauspielerkarriere hat sie zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen und ihre Gagen sind schwindelerregend. Wie sie zum Erfolg kam und was die Besitzerin des entwaffneten Lächelns von Hollywood jetzt macht, sehen Sie jetzt! Julia Roberts, wie lebt Pretty Woman und was aus ihr jetzt geworden ist? Die zukünftige Ikone der romantischen Komödien wurde am 28. Oktober 1977 in Smyrna, Georgia geboren. Julia Fiona war das dritte Kind in der Familie. Sie hat einen älteren Bruder, Eric Roberts, und eine Schwester, Lisa, die auch für eine Schauspielerkarriere sich entschieden haben. Alle Sprösslinge der Familie Roberts hatten nicht zufällig so ein großes Interesse an der Leinwand. Ihre Eltern hatten einen kreativen Beruf. Der Vater, Walter Graby Roberts, war sowohl Wassermatratzenverkäufer als auch Schauspieler und Schriftsteller. Und Julias Mutter, Betty Lou, war Sekretärin einer Kirche und arbeitete nebenberuflich als Schauspielerin. Die beiden hatten eine Schauspielschule und befanden sich zur Geburt ihres Kindes in einer schwierigen finanziellen Lage. Zufälligerweise besuchten die Kinder von Martin Luther King ihre Schule. Er bezahlte die Krankenhausrechnung für Julias Mutter in der Entbindungsklinik als Dank für die Aufmerksamkeit für seine Erben. 1971, als Julia 4 Jahre alt war, reichte Betty Lou die Scheidung ein. Und im folgenden Jahr zog sie schon in ein neues Haus und heiratete einen Theaterkritiker, Michael Motes, mit dem sie eine Tochter, Nancy, hatte. 1983 brach auch diese Ehe zusammen. Betty bezeichnete ihre zweite Ehe als einen großen Fehler, da ihr Mann die Kinder aus ihrer ersten Ehe nicht mochte und sie sogar körperlich misshandelte. Julia selbst hat als Erwachsene aus Respekt vor ihrer Mutter und Stiefschwester nie öffentlich über ihre schwierige Kindheit gesprochen. Der Bruder der Schauspieler, Eric, verriet später, dass ihr Stiefvater ein Monster war und ihnen das Leben zur Hölle machte. Nach der zweiten Scheidung der Mutter mussten die Kinder arbeiten gehen, weil sie wieder Geldprobleme hatten. Julia arbeitete seit dem 13. Lebensjahr als Kellnerin in einem Pizzaladen und besuchte die Griffin High School und das Campbell College. Sie spielte gern Klarinette und nahm an einem lokalen Schönheitswettbewerb teil, den sie allerdings nie gewann. Die Mitschüler hielten sie jedoch für hässlich und hänselten sie wegen ihrer Statur, ihres großen Mundes und ihrer Magerkeit. Die Schauspielerin selbst ist zu ihrem Aussehen auch sehr kritisch, obwohl sie ständig in verschiedenen Toplisten der schönen Frauen der Welt dabei ist. Roberts sagt, sie habe Beine wie eine Heuschrecke, Pferdezähne und Stroh anstelle von Haaren. Trotzdem ist sie gegen Schönheitschirurgie und mag weder Make-up noch auffällige Kleidung. Dazu, dass Julia Roberts Schauspielerin wurde, trug ihr Bruder Eric seinen Teil bei, dessen schauspielerische Erfolge die junge Julia so beeindruckten, dass sie selber begann, in Amateurproduktionen mitzuwirken. Eigentlich wollte sie Tierärztin werden, da sie sehr tierlieb war, aber nach der Schule entschied sie sich für die Georgia State University und zog zu ihrer Schwester nach New York, um sich als Schauspielerin zu versuchen. Dort unterschrieb sie einen Vertrag mit ihrer Modelagentur und begann Schauspielerunterricht zu nehmen. Nebenbei übte die junge Schauspielerin ihre Aussprache, denn der südliche Akzent war im Kino nicht so willkommen. Bald gab aber sie ihren Schauspielerunterricht auf, weil sie keine weiteren Fortschritte sah und begann, Probeaufnahmen zu besuchen. Sie musste ihren Geburtsnamen Julia in Julia ändern. Denn als sie in die US-amerikanische Schauspielvereinigung Screen Actors Guild eintrat, war schon eine andere Schauspielerin als Julia Roberts registriert. Der nächste Schritt zum Erfolg war eine Reise nach Hollywood, um ihren Bruder zu besuchen, der bereits erfolgreich in Filmen mitspielte. Da erlitt sie aber die erste große Enttäuschung. Die amerikanische Filmindustrie brauchte keine weiteren Provinzschauspieler und das noch mit einem eigenartigen Lächeln. 1987 bekam sie nur eine kleine Rolle in der Fernsehserie Crime Story und in den Film Firehouse. Anfangs wurde Julia von ihrem Bruder unterstützt und er lud sie sogar ein, eine kleine Rolle als Schwester seiner Figur in Actionfilm Blood Red zu spielen. Der Film kam 3 Jahre nach den Dreharbeiten raus. Doch bald hatte er keine Lust mehr, auf seine kleine Schwester aufzupassen und sagte ihr, dass es an der Zeit sei, dass sie wieder auf eigenen Füßen stehe. Wer weiß, vielleicht wäre sie nicht so erfolgreich, wenn sie einen Tritt in den Hintern nicht bekommen hätte. Aber die junge Julia wertete das als Verrat und hörte danach auf, mit ihrem Bruder zu reden. Später rächte sie sich an ihm, indem sie seine Ex-Frau bei ihrem Rechtsstreit unterstützte. Boulevardzeitungen berichten bis heute, dass ihre Beziehung bis heute nicht so gut ist. Nachdem sie ihre Assistenten verloren hatte, entwickelte Julia ihre schauspielerische Fähigkeiten weiter, indem sie sich in einem Tanzstudio anmeldete und verschiedene Instrumente lernte. Bereits ohne Hilfe ihres Bruders erhielt die Schauspielerin die Hauptrolle in der Fernsehserie Miami Vice. Im Film Satisfaction spielte Julia eine junge Frau, die in einer Rockband spielt. Für diese Rolle hat sie gelernt, Schlagzeug und Bass zu spielen. Bei den Dreharbeiten lernte Julia Liam Neeson kennen, mit dem sie eine Affäre hatte.
Roberts war damals 19 und Liam war 35 Jahre alt. Sie waren nicht lange zusammen und trennten sich bald, als Julia gleich nach dem Beginn des gemeinsamen Lebens sagte, sie sei nicht bereit für eine Familie und zog sofort aus. Im Jahr 1988 wurde die Schauspielerin zu einer Rolle in der Komödie Mystic Pizza eingeladen, für die sie ihr blondes Haar schwarz färben lassen musste. Für diese Rolle erhielt sie $50.000. Und nach dem Film Steel Magnolias begannen Kritiker und das Publikum, sie als eine von vielversprechendsten Schauspielerinnen Amerikas zu bezeichnen. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. In diesem Film spielt ja Julia eine kleine, aber eine einprägbare Rolle als Diabetikerin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitete. Der Film war ein großer Erfolg und nahm $80 Millionen ein. Roberts erhielt für ihre Rolle $90.000, einen Golden Globe und eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Sie lernte am Set einen neuen Freund kennen, Dylan McDermott, der seine Geliebte einen Heiratsantrag machte, aber die Hochzeit fand nie statt. 1990 spielte Julia im Film Flatliners mit, der Schauspielerin $500.000 und einen neuen Freund einbrachte, Kiefer Sutherland, mit dem sie sogar verlobt war. Der Schauspieler war der Grund für Julias Trennung mit ihrem letzten Freund. Ihre Hochzeit wurde die Hochzeit des Jahres genannt. Zur gleichen Zeit trafen aber die Boulevardzeitungen Julia mit Kiefers engem Freund Jason Patrick an. Diese Hochzeit fand auch nicht statt, denn Julia löste die Verlobung 3 Tage nach der Zeremonie auf und rannte mit dem Freund des Bräutigams nach Irland weg, was ihr den Spitznamen Runaway Bride einbrachte, den sie auch mehrmals bestätigte, indem sie die Beziehungen abrupt beendete. In demselben Jahr spielte Julia Roberts in Hauptrolle in Pretty Woman, dem Lieblingsfilm vieler Frauen. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. Es ist eine der berühmtesten romantischen Komödien, die zu einem zeitlosen Klassiker geworden ist. Der Originaltitel des Filmes lautet $3.000, weil dies der Betrag war, den die Hauptfiguren aushandelten. Die Hauptfigur Vivian, gespielt von Julia, sollte eigentlich drogensüchtig sein und am Ende des Films entweder an einer Überdose sterben oder mit ihrem Freund nach Disneyland fahren. Aber der Regisseur überarbeitete alle düsteren Szenen und fügte ein Happy End hinzu. Während der Vorbereitung für die Dreharbeiten war Julia die ganze Zeit bei der Frau des Regisseurs Jerry Marshall, die eine kostenlose Klinik an Hollywood Boulevard betrieb, um zu lernen, sich wie Vivian zu verhalten. Was interessant ist, dass die junge Schauspielerin bei den Dreharbeiten bei einer intimen Szene mit Richard Gere so nervös war, dass ihre Vene auf der Stirn hervortrat. Diese war im Bild zu sehen, so dass der Regisseur Gere die Stirn der Schauspielerin massieren musste. Und in der Szene, in der sich die Heldin alte Komödien ansieht, mussten sie Julia an den Fersen kitzeln, um ein echtes Lachen vor der Schauspielerin zu bekommen. Bei der Dreharbeiten war Julias Hund dabei, der romantische Szenen zwischen seiner Besitzerin und Gere nicht mochte und bellte. Die Szene musste mehrmals neu gedreht werden. Außerdem hatte die Schauspielerin einen sehr vollen Terminkalender und Roberts hatte einfach keine Zeit zum Essen. Schließlich wurde ihr schlecht und sie fiel in Ohnmacht. Hier half Marshall ihr wieder und fütterte sie mit Thunfisch. Ein weiterer lustiger Fakt: auf dem Plakat von Pretty Woman ist nur der Kopf von Julia zu sehen. Ihr Körper gehört einem Double. Roberts schien keine Zeit für Shootings gehabt zu haben. Pretty Woman war weltweit ein großer Erfolg und obwohl Kritiker den Film ein wenig kühl empfanden, nahm er allein in den USA rund $180 Millionen ein und brachte Roberts eine 2. Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Schauspielerin und ihren 2. Golden Globe ein. Ihre Gage für den Film betrug $300.000. Roberts Erfolg hat sie zu einer echten Filmstar gemacht und dazu beigetragen, die Gagen zu erhöhen. 1991 kam der Thriller Sleeping with the Enemy heraus, für den sie $1 Million erhielt. Die 23-jährige Julia wurde die jüngste Schauspielerin, die eine 7-stellige Gage bekam. Listen, it's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I wanna know. Do you have a name? In demselben Jahr folgte der Film Dying Young, für den sich die Julia lange Haare wachsen ließ und eine Gage von $3 Millionen erhielt. Und die Geschichte von Peter Pan Hook, für die die Schauspielerin $7 Millionen bekam. Dann hatte die Schauspielerin eine kurze Affäre mit James Foley. Später spielte die Schauspielerin in Filmen The Player und im Thriller The Pelican Brief, der ihr $8 Millionen einbrachte. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Die Rolle der Darby Show wurde eigens für Julia Roberts geschrieben und sie nahm die Rolle sofort an, nachdem sie das Buch gelesen hatte.
Im selben Jahr machte Julia den Country-Sänger Lyle Lovett, mit dem sie erst ein paar Wochen zusammen war, einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand statt, aber das Paar lebte nur 2 Jahre lang zusammen und ließ sich friedlich scheiden. Als nächstes kam ein Actionfilm mit Elementen von Melodrama und Komödie, Isle of Trouble, im Jahr 1994 raus. Interessanterweise scherzte die Hauptfigur im Film über Sabrina, die Figur von Roberts, und sagte, dass er den Artikel mochte, in dem sie eine Prostituierte darstellte, was eine Anspielung auf den Film Pretty Woman war. In den folgenden Jahren spielte Julie in den Film Prêt-à-porter, Something to Talk About, Everyone Says I Love You, Michael Collins und Mary Reilly, die der Schauspielerin 8,5 Millionen Dollar einbrachten. 1996 wirkte Julia in der berühmten und hochgelobten Serie Friends mit. Am Set begann ihre Beziehung mit Matthew Perry. Da der Schauspieler jedoch Drogen nahm, was für Julia nicht akzeptabel war, trennten sie sich sehr schnell. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia fand bald ihre Liebe wieder, und zwar war es der Schauspieler Daniel Day-Lewis, mit dem sie Shakespeare in Love spielen sollte. Sie trafen sich mehrmals in London, aber als der Schauspieler die Rolle ablehnte, endete ihre Beziehung. Die liebreiche Schauspielerin hatte in diesem Jahr auch Romanzen mit Ethan Hawke und dem Personal Trainer Pat Minuccia, die genauso schnell endete. 1997 erschienen gleich 2 Filme, die den Wohlstand von Julia Roberts deutlich verbesserten. Conspiracy Theory mit einer Gage von 11 Millionen Dollar und das Melodrama My Best Friend's Weddings, das der Schauspielerin 12 Millionen Dollar einbrachte. Die Schauspieler für diesen Film suchte Julia persönlich aus und nahm Cameron Diaz und Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? Es war eine richtig gute Zeit für Roberts. Die Filme, in denen sie mitspielte, waren ein großer Erfolg und jeder wollte sie für die Hauptrolle haben. Bald hatte die Schauspielerin einen neuen Verehrer, Benjamin Bratt. Wie Julia zugab, verliebte sie sich auf den ersten Blick in den hübschen Dunkelhäutigen, als sie ihn auf der Straße sah. Das Paar war 4 Jahre lang zusammen und die Medien gaben dem Mann sogar den Spitznamen Mr. Roberts. 1998 trat die Schauspielerin in die Fernsehserie Murphy Brown und im Film Stepmom auf und ein Jahr später in einer Folge von Law and Order. Im Allgemeinen war 1999, was sowohl Gagen als auch Filme angeht, sehr erfolgreich. Die Schauspielerin spielte zusammen mit Hugh Grant die Hauptrolle in dem Melodrama Notting Hill. Da zeigte sie ihr Improvisationstalent, eine Szene, in der Anne Roberts Figur in einem Restaurant einer Gesellschaft rüpelhafter Männer ausschimpft, gab es nicht im Drehbuch. Interessant ist, dass das Honorar, das Julias Figur für den letzten Film erhielt, dem Betrag entspricht, den Julia selbst für die Hauptrolle in Notting Hill bekam, 50 Millionen Dollar. Four TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need black star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pelt you with olives. Für diese Arbeit wurde Julia für einen Golden Globe nominiert. Dann kam ein weiterer Film, in dem die Schauspielerin sich selbst gespielt hatte. Das war Runaway Bride. I don't know. I don't even want to talk about it. Me neither. Bei den Dreharbeiten arbeitete Julia mit dem bekannten Regisseur Harry Marshall zusammen. Ihm gefiel das Schnabeltiergesicht, mit dem Robert seine Enkelkinder unterhielt, so dass er sie in den Film einfügte. Die Schauspielerin erklärte sich bereit, im Film mitzuwirken, nur unter Bedingung, dass es um einen Film ohne Fortsetzung handeln würde, da sie keine Lust hatte, in der Fortsetzung mitzuspielen. 2000 kam der Film in die Kinos, der ein echter Triumph für Julia war, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but... Don't you want Mommy to be good at her job? Er wurde ein Klassenschlager und brachte der Schauspielerin Oscar, einen BAFTA und ihren 3. Golden Globe ein, sowie den Screen Actor Guild Award. Die Gage war damals einmalig 20 Millionen Dollar, sodass Roberts die erste Schauspielerin wurde, die 20 Millionen Marke überschritt. Julia ist Linkshändlerin, ihre Figur aber nicht, sodass die Schauspielerin am Set einige Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel beim Unterschreiben von Papieren. Es ist bekannt, dass die Schauspielerin bei der Oscarverleihung eines der teuersten Kleider trug. Es kostete fast 100 Millionen Dollar. Im folgenden Jahr lernte Judy am Set von Mexican ihren heutigen Ehemann Daniel Mauder kennen, einen Kameramann, der damals verheiratet war. Judy erhielt für den Film 5 Millionen Dollar. Da erschien Ocean's 11 mit einer Gage von 10 Millionen.
You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? Und America's Sweethearts, in dem Julie die Hauptrolle zugunsten einer Nebenrolle aufgab, was sie aber nicht daran hinderte, 50 Millionen Dollar zu verdienen. 2002 heirateten Mulder und Roberts, was für alle überraschend kam. Es wurde sogar behauptet, Roberts habe Daniels Ex-Frau eine beträchtliche Summe Geld bezahlt, damit sie einer schnellen Scheidung zustimmte. Über die Hochzeitszeremonie ist wenig bekannt. Julie trug ein rosa Baumwollkleid und Mulder ein Hemd mit Kräuselbesatz. Die Schauspielerin gab später zu, dass sie und Danny sich kurz vor der Hochzeit Tattoos mit Initialen voneinander stechen ließen, die Buchstaben aber an einem Ort platziert, an dem sie keiner sehen kann. Später ließ sich das Paar in einem 9,5 Millionen Dollar teuren Luxusvilla in Malibu nieder, die auch über einen Tennisplatz verfügt. In demselben Jahr spielte Julia in den Filmen Full Frontal, Grand Champion und dem Regiedebüt von George Clooney, Confessions of a Dangerous Mind. Sie spielte aus freundschaftlichen Gründen für einen symbolischen Betrag für 250.000 Dollar. Der nächste Film, der 2003 in den Kinos kam und der der Schauspielerin 25 Millionen Dollar einbrachte, war das Drama Mona Lisa Smile. Joe. Hello. How are you? Great, thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Dann kam die Fortsetzung von Ocean's 12, die Roberts um 5 Millionen Dollar reicher machte. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so okay. We can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh. Marcus. Die Schauspielerin war während der Dreharbeiten des Films mit Zwillingen schwanger. Danach kam der Film Closer mit einer Gage von 20 Millionen Dollar raus. In diesem Jahr 2004 brachte Judy einen Jungen, Phineas Walter, und ein Mädchen, Hazel Patricia, zur Welt. Die Schauspielerin wurde von den Ärzten gewarnt, dass es wegen einer schlechten Durchblutung ein hohes Risiko für den Tod bei der Geburt gibt. Zum Glück gab es aber keine Probleme. 2006 schloss Roberts einen Vertrag mit dem berühmten Designer Geoffrey Ferré ab und spielte die Hauptrolle in seiner Werbung für eine neue Sonnenbrillenkollektion. Die Schauspielerin erhielt dafür 5 Millionen Dollar. Nach einer kurzen Pause im Jahr 2006 synchronisierte Julia die Animationsfilme Charlotte's Web und Aunt Bully. Dann folgte der Film Charlie Wilson's War, für den die Schauspielerin für die Golden Globe nominiert wurde, und Fireflies in the Garden, dessen Kameramann Julia Ehemann Daniel war. In diesem Film spielte Julia die Mutter von Ryan Reynolds' Figur, obwohl sie im wahren Leben nur 9 Jahre älter als ihr Filmsohn ist. Aber die Schwangerschaft auf dem Bildschirm war echt und bald bekam die Familie einen kleinen Sohn, Henry. Die Schauspielerin machte eine kurze Pause und spielte schon 2009 eine Hauptrolle in Duplicity mit und erhielt für den Film 50 Millionen Dollar. Und ein Jahr später in Valentine's Day, der weitere 3 Millionen brachte. In demselben Jahr erschien ein weiterer Bestseller, das biografische Melodrama Eat, Pray, Love. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Die Rechte an der Verfilmung des gleichnamigen Romans kaufte Roberts selbst und spielte darin die Hauptrolle. Übrigens gab die Schauspielerin nach den Dreharbeiten in einem Interview zu, dass sie wie ihr Mann Hindu ist und dass die ganze Familie regelmäßig Hindu-Tempel besucht. 2009 wurde ein Werbespot für die Kaffeemarke Lavazza mit Julia in der Hauptrolle veröffentlicht. Die Schauspielerin erhielt 1,2 Millionen Euro für eine wortlose Rolle in dem 45-sekündigen Video. Zur gleichen Zeit wurde Roberts als Gesicht von Lancôme angekündigt. Der Schauspielerin würde ein einzigartiger Vertrag angeboten, 5 Jahre Zusammenarbeit und 50 Millionen Dollar. Im darauffolgenden Jahr spielte die Schauspielerin die Hauptrolle in der romantischen Komödie Love, Wedding, Marriage und war im Film von Tom Hanks, Larry Crane, zu sehen. 2012 spielte sie die böse Königin in der Familienfantasy Mirror Mirror. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Ursprünglich war Roberts, wie sie in einem Interview zugab, 1000%ig gegen diesen Film und hielt es für eine schreckliche Idee, ihn zu drehen. Aber nach einem Treffen mit dem Regisseur änderte sie ihre Meinung.
Die Schauspielerin sagte, dass ihre Kostüme sehr schwer waren und es schwierig machte, sich zu bewegen. Und dass sie sich sogar einen Muskel zerrte, als sie sich zu schnell umdrehte und die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten. Außerdem versteckten sich die Kinder der Schauspieler unter den voluminösen Ballkleidern und zwischen den Aufnahmen beschloss Julia, sie wegzunehmen, damit sie die Rede ihrer Figur nicht hörten und sich nicht erschrecken konnten. Obwohl sich die Kinder den Film sehr gerne anschauen wollten, bekamen sie ihn nicht so oft gezeigt, damit sie das Bild ihrer Mutter nicht als abstoßend empfanden. Übrigens war die Verwandlung von Roberts in eine alte Hexe mit einem vergifteten Apfel bis zur Veröffentlichung des Films ein streng gehütetes Geheimnis. Zu dieser Zeit kam es in der Familie der Schauspielerin zu einer Tragödie. Julias Schwester Nancy starb. Todesursache war Drogenmissbrauch. Und neben der Leiche wurde ein Abschiedsbrief gefunden, in dem Nancy auf 3 Seiten ihre Beziehung mit ihrer Halbschwester ausführlich beschrieb und Julia für den Selbstmord verantwortlich machte. Sie beschuldigte die schöne Schwester, ein physisches Trauma zu verursachen, indem sie sich über ihre übergewichtige Schwester lustig machte. 2013 schloss sich Julia dem Wohltätigkeitsprogramm von Gucci an, das sich auf das Problem des schädlichen Rauches beim Kochen konzentrierte. Die Schauspielerin hat vor, in armen Gebieten Afrikas schlechte Küchenherde durch funktionierende zu ersetzen. Ein Jahr später wurde Roberts das Gesicht von Givenchy und zeigte sich mit einem neuen, ungewohnten Image, stark und entschlossen, ohne Styling und fast ohne Make-up. Übrigens legte sich die Schauspielerin am liebsten hin, wenn sie sich schminken lässt, weil sie glaubt, dass das Ergebnis unnatürlicher aussieht. In den nächsten Jahren spielte die Schauspielerin in den Filmen August Osage Country, The Normal Heart, Secret in the Earth, Money Monster, Mother's Day, der Julia 3 Millionen Dollar einbrachte, und ihr Familiendrama Wonder mit einer Gage von 6 Millionen Dollar. Okay. Open your eyes. No! You finished your thesis. Let's get drunk. 2018 wirkte die Schauspielerin in der Serie Homecoming mit, für die sie weitere 600.000 Dollar erhielt. Und auch im Drama Ben is Back. 2019 wurde Roberts das Gesicht für die italienische Marke Canzendonia. Und 2020 veröffentlichte Chaport ein Werbevideo für die Uhr Happy Sport mit Julia in der Hauptrolle, indem sie unbeschwert tanzte und das Leben genießt. 2022 kamen folgende Filme raus: die Dramaserie Gaslit über den Watergate-Skandal und die romantische Komödie Ticket to the Paradise. Das Drama The Friday Night Knitting Club, das sich auf dem gleichnamigen Buch von Kate Jacobs basiert, wartet derzeitig auf seine Veröffentlichung. Julia ist die berühmteste Strickerin Hollywoods. Sie entwirft komplizierte Muster und kann alles Mögliche stricken, vom Schal bis zum Mantel oder bis zu einer Tasche. Sie hat zu Hause eine ganze Werkstatt für alle Arten von Handarbeiten und nimmt ihr Garn mit ans Set. Interessanterweise wird in all den Jahren, in denen Julia mit Danny verheiratet ist, vorausgesagt, dass ihre Ehe bald endet. So wurde die Schauspielerin 2018 fast 9 Monate lang nicht mit ihrem Mann gesehen, aber Paparazzi schafften es trotzdem, das Paar beim Spaziergang zu erwischen. Und die Schauspielerin selbst teilte später süße Familienfotos mit ihren Followern. Das Paar feierte 2019 seinen 19. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin ein Foto, das zeigt, dass die Gefühle über die Jahre nicht verblasst sind. Die 54-jährige Schauspielerin spielt in letzter Zeit wenig. Sie sagt, dass sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung in romantischen Filmen nicht mehr gefilmt werden möchte. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Familie auf einer Ranch in New Mexico in einem 750 Quadratmeter großen Haus. Julia hat einen kleinen Bauernhof, auf dem sie Hühner züchtet und Bio-Obst und Gemüse auf den Tisch bringt. Denn der Star kümmert sich auch selbst um den Garten und weiß sogar, wie man einen Traktor fährt. Sie betont, dass ihre Familie an erster Stelle steht. Die Familie versucht, ihre Kinder so gut wie möglich vor Journalisten zu schützen. In diesem Jahr wurden die Zwillinge 17 Jahre alt und zu diesem Anlass haben die glücklichen Eltern seltene Bilder ihrer Kinder geteilt. Jetzt wird das Vermögen von Julia Roberts auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Sie verdient jährlich von 20 bis 30 Millionen in Filmen und Werbung. Es wird gemunkelt, dass die Schauspielerin ihr berühmtes Lächeln für satte 30 Millionen versichern ließ. Die Schauspielerin bevorzugt, das Geld in Immobilien zu investieren. Zu verschiedenen Zeiten hat sie mehrere Häuser auf Hawaii gekauft. Eines davon verkaufte sie mit einem Preisnachlass von 50% für 16,2 Millionen Dollar. Ein anderes, mit Blick auf den Pazifischen Ozean, wurde für 17 Millionen Dollar verkauft. Ein weiteres schneeweißes Penthouse, von dem sich Roberts verabschiedete, befindet sich in Manhattan, mit einer Gesamtfläche von 609 Quadratmeter und mit Blick auf New York City, das für 4,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Julia hat auch ein Haus in Malibu, das sie für 10.500 Dollar pro Monat vermietet. Im Inneren sind die Wände und Decken aus Holz weiß gestrichen, was dazu mit großen Fenstern ein Raumgefühl verschafft. Und ein weiteres Haus in einem gemütlichen Range-Stil verkaufte die Schauspielerin für 8 Millionen Dollar.
Im Jahr 2020 kaufte die Schauspielerin ein fünfstöckiges Haus in San Francisco, das 1907 gebaut wurde und später renoviert wurde. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer, 4 Bäder, ein Büro, eine moderne Küche, ein Esszimmer und mehrere Plätze zum Ausruhen. Vor ein paar Jahren kaufte Julie ein Haus mit einem Skatepark für ihre Kinder in der Nähe von Haus in Malibu. Sie besitzt auch einen Mercedes GL 320 TDI und einen Toyota Prius. Und im vergangenen Jahr wurde in Kasachstan ein 33-jähriger Rolls-Royce, der einst der Schauspielerin gehörte, zum Verkauf angeboten. Dass Julia Roberts das Auto besaß, erhöhte den Preis bis auf 7 Millionen Dollar, obwohl es nicht mehr als 2 Millionen Dollar kostet. Jetzt ist Julias Beliebtheit und die Höhe der Gagen nicht mehr rückläufig. Sie ist immer noch gefragt, obwohl sie auch keine Mühe gibt, um neue Rollen zu bekommen. Wie lebt Vin Diesel und wofür gibt er seine Million aus? Vin Diesel, der mit bürgerlichen Namen Mark Vincent Sinclair heißt, wurde am 18. Juli 1967 in Alameda, Kalifornien geboren. Er hat einen Zwillingsbruder Paul, den er komischerweise weder körperlich noch charakterlich ähnlich ist. Bis zum Alter von 3 Jahren wurden die Jungs ausschließlich von ihrer Mutter Delora erzogen. Sie war Psychologin und interessierte sich für Astrologie. Die Kinder haben ihren leiblichen Vater nie gesehen. Die Nationalität des Schauspielers ist immer noch ein Rätsel. Selbst Vin Diesel erklärte, er sei von unklarer ethnischer Herkunft. Seine Mutter hat englische, deutsche und schottische Wurzeln. Und sein biologischer Vater war eindeutig einer anderen Rasse angehörig. Möglicherweise auch gemischter. Marks und Poes Mutter heiratete 1970 den Schauspiellehrer und Theatermanager Irwin Vincent und zog mit ihren Söhnen nach New York. Die Familie bekam 2 bald neue Kinder, Tim und Samantha. Irwin nahm seine Kinder zu vielen Theaterstücken und Premieren mit. Der Stiefvater beeinflusste maßgeblich die Charakterbildung des Jungen und seinen Wunsch, Schauspieler zu werden. Dank eines kuriosen Vorfalls stand Mark im Alter von 7 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Zusammen mit anderen Jungen beschloss er, sich in ein örtliches Theater zu schleichen, um mit Requisiten zu spielen. In diesem Moment wurde auf der Bühne gerade ein Stück geprobt. Der Regisseur des Stücks bemerkte die Jungen und ließ sie zur Strafe den Text lesen. Seltsamerweise schaffte es Sinclair besser als die anderen und er erhielt das verlockende Angebot des Regisseurs, $20 für jeden Auftritt auf der Bühne. Sinclairs Uraufführung war das Kinderstück Dinosaur Door. Die Leistung des Jungen war so brillant, dass er beschloss, von da an Schauspieler zu werden. Bis zu seinem 17. Lebensjahr spielte Mark am Theater und perfektionierte sein Handwerk. Trotz des Theatererfolgs war das Privatleben des Mannes nicht ganz erfolgreich. Der heutige Frauenschwarm wurde früher bei anderen Geschlecht ausgelacht. Als Jugendlicher war er groß und dünn, was ihm den Spitznamen Wurm einbrachte. Aus Scham über seinen lächerlichen Körperbau begann der zukünftige Schauspieler zu trainieren und regelmäßig Muskeln aufzubauen. Nach ein paar Jahren verwandelt sich der Mann in einen echten Athleten mit kräftigen Muskeln. Nach seinem Highschool-Abschluss beschloss er, dass er am Theater nicht viel Geld verdienen konnte. Und da er ziemlich groß und muskulös war, bekam Vincent ohne Mühe einen Job als Türsteher im Manhattans Nichtclub Tunnel. Damals nahm er den Decknamen Vin Diesel und begann, seinen Kopf zu rasieren. Gleichzeitig geht Vin Diesel auf Hunter College, wo er Englisch und klassische Literatur studierte. Er arbeitete, studierte und lernte Drehbücher zu schreiben. 1987 verließ er das College und die langweilige Arbeit im Club und zog von seiner Heimatstadt New York aus, um Los Angeles zu erobern. Er träumte davon, ein Filmstar zu werden. Hollywood nahm ihn jedoch nicht mit offenen Armen auf. Und er musste einen harten Job beim Fernsehen als Verkäufer eines Fernsehgeschäfts annehmen. Im Laufe des Arbeitsjahres hat sich Vin Diesel gut bewährt und konnte gutes Geld verdienen. Dabei arbeitete er 18 Stunden pro Tag, aber der Schauspieler verstand, dass ein Verkäufer und ein Filmstar nicht dasselbe sind, also zog er zurück nach New York. Vin Diesel gab sein Filmdebüt 1990 in Penny Marshall – Awakening, aber die Rolle war so unbedeutend, dass er nicht einmal in den Abspann schaffte. Als seine Mutter die schmerzhafte Kämpfe ihres Sohnes beobachtete, schenkte sie ihm das Buch Feature Filming at Used Car Prices, um ihn aufzumuntern und ihm zu zeigen, dass er seine Karriere selbst in die Hand nehmen konnte. Er begann sein eigenes Drehbuch zu schreiben und 1994 drehte der Schauspieler einen Kurzfilm mit dem Titel Multifacial. Da spielte er die Hauptrolle und schrieb sogar eine eigene Musik. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Für die Produktion des 20-minütigen Filmes gab er nur $3.000 aus. Der Film wurde bei einem Filmfestspiel von Cannes gezeigt, erhielt jedoch keine bedeutende Auszeichnung. Dennoch war das sein erster Erfolg. Danach kehrte Vin Diesel nach Los Angeles zurück, wo er seinen Job als TV-Verkäufer wieder aufnahm und Geld sparte. Damit wollte er das Bild Strays adaptieren. Nach 8 Monaten harter Arbeit begann der Schauspieler mit den Dreharbeiten zu dem Film, in dem er die Hauptrolle spielen sollte. Dank diesem Film wurde der junge Schauspieler von dem berühmten Regisseur Steven Spielberg entdeckt
und er engagierte Diesel in seinen Film Saving Private Ryan mit Tom Hanks und Matt Damon. Dies war Diesels erste große Filmrolle, die ihm Popularität und $100,000 einbrachte. In der Folgezeit gewann der Film 5 Oscars. Vin Diesel und seine Kollegen wurden für den Screen Actor Guild Awards in der Kategorie Lead Actor Group Performance nominiert. 1999 übernahm Vin die Stimme der Hauptfigur in den Animationsfilm The Iron Giant und spielte die Hauptrolle in den Science-Fiction-Film Pitch Black, in dem er die Hauptrolle des Verbrechens Riddick spielte. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Es war der Beginn der berühmten Serie The Chronicles of Riddick und brachte dem Schauspieler seinen lang ersehnten Ruhm. Obwohl die Dreharbeiten für Diesel nicht einfach waren, bei der Durchführung eines Stunts verletzte er sich an der Schulter und verletzte sein Auge mit einer speziellen Kontaktlinse, die seine Augen in Dunkelheit leuchten ließen. Von da an kamen nacheinander die Filme, die dem neuen Hollywood-Star heraus. Anfang der 2000er Jahre konnten die Zuschauer Vin Diesel in Filmen wie Boiler Room, Into Pitch Black und Knockout Guys sehen. Dort spielte er die Rolle des Taylor Reese, eines Freundes des Sohnes eines der mächtigsten Mafia-Bosses von Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid, every fucking body's getting paid and you look through me, you fuck! Das Jahr 2001 war eines der erfolgreichsten Jahre in seinem Leben. Mit Paul Walker spielte er in den Krimi The Fast and the Furious von Rob Korn und wurde zum Publikumsliebling. Und die Figur Dominic Toretto hielt das Publikum für seine beste Rolle. Then it's over. I didn't call the police, but don't punch me, put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the police. Sein Honorar betrug $2 Millionen. Das Duo der beiden Schauspieler gewann eine hohe Auszeichnung, MTV Movie Award. Jedoch spielte Diesel im nächsten Film Too Fast and Too Furious nicht mit, weil er sich mit den Produzenten nicht über die Höhe des Gewinnanteils einigen konnte. Der Schauspieler verlangte mehr als $20 Millionen für den Film. Während der Dreharbeiten zu dem Film The Fast and the Furious begann Vin eine Affäre mit der Schauspielerin Michelle Rodriguez, die seine Geliebte spielte. Nach einigen Monaten trennte sich das Paar. Es wird gemunkelt, dass Michelle die Trennung eingeleitet hat, weil sie der Meinung war, dass sie und Vin zu unterschiedlich seien. Gleichzeitig blieben die ehemaligen Liebhaber gute Freunde. Im folgenden Jahr sahen die Zuschauer den Abenteuerfilm Triple X with Vin Diesel, in dem er die meisten Stunts selbst ausführte, ohne die Beteiligung von Stuntmen. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. Der Schauspieler hat selbst zugegeben, dass er noch nie Motorrad gefahren ist. Während der dreimonatigen Vorbereitung auf die Dreharbeiten wurde von speziellen eingeladenen Bikern trainiert, die zu den besten Motocross-Fahrern der Welt gehören. Übrigens waren alle Tattoos von Vin Diesels Figur in dem Film nicht echt. Der Schauspieler erhielt dafür eine Nominierung für den MTV Movie Award in der Kategorie Bester Darsteller und verdiente $10 Millionen. Durch diesen Film lernte Vin Diesel das tschechische Model Pavla Hrabková kennen, die eine Cameo-Rolle in dem Actionfilm spielte. Aber die Beziehung dauerte nicht so lange wie die vorige. Im Jahr 2003 entstand der Actionfilm A Man Apart, in dem Diesel eine Hauptrolle spielte und auch als ausführender Produzent fungierte. Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Der Film brachte ihn $2,5 Millionen ein. Der nächste Film, in dem der Schauspieler mitspielte, war ein Film aus der Reihe The Chronicles of Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. Das Honorar von Vin Diesel war 11,5 Millionen. Obwohl der Film nichts Tolles brachte und der Schauspieler für diese Arbeit im Jahr 2005 eine Nominierung für den Antipreis Golden Raspberry für die schlechteste männliche Rolle bekam. Nach dem Film folgte bald ein Zeichentrickfilm und ein Computerspiel, in dem Diesel seine Figur vertonte. Gleichzeitig spielte Vin Diesel die Hauptrolle in der Familien-Action-Komödie The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What do they want? What happened? Please don't leave us, Sheep. What do they want?
They were after the program that your father invented. Bei den Dreharbeiten musste er mit 5 Kinderdarstellern gleichzeitig zusammenarbeiten, was er mit Bravour tat. Vin genoss es übrigens, mit seinen 9 Monate alten Partnern zu spielen, dass er bereit war, auch am Wochenende am Set zu arbeiten. Diesels Komödienrolle gefiel den Zuschauern, die daran gewöhnt sind, ihn nur in Actionfilmen zu sehen. Und der Schauspieler spielte 2006 in Find Me Guilty. You don't rat out the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Ungewöhnlich für den Zuschauer war sein Aussehen. Um Jackie D'Onofrio zu spielen, nahm Diesel fast 15 Kilo zu und verbrachte 2 Stunden pro Tag am Schminkstuhl. Bald danach kam der 3. Teil Fast and Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift. Aber im Gegensatz zu den Erwartungen des Fans erschien die Figur von Vin Diesel in diesem Film nur ganz am Ende. 2007 lernte der 40-jährige Schauspieler das 23-jährige mexikanische Model Paloma Jimenez kennen. Die beiden leben zusammen, fühlen sich als Ehepaar, aber haben noch ihre Beziehung nicht registriert. In einem seiner Interviews sagte der Schauspieler, der Stempel sei nur eine Formalität. Bereits ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt haben, bekamen sie eine Tochter, Hayden Riley. Lustigerweise war die Patin des Mädchens Vin Diesels Ex-Freundin Michelle Rodriguez. Bald darauf wurde dem Schauspieler angeboten, an Dreharbeiten zu einem der Filme teilzunehmen, dem Thriller Hitman oder einem Science-Fiction-Action-Film Babylon AD. Diesel entschied sich für den zweiten und hatte Pech. Der Film konnte sein Budget, das sich auf satte 70 Millionen Dollar belief, nicht ausgleichen und selbst der Regisseur gab später zu, dass der Film im Allgemeinen nicht sehenswert sei. Der Schauspieler vernachlässigte seine wichtige Rolle, Dominic, nicht. 2009 arbeitete Diesel als Schauspieler und Produzent am 4. Teil von Fast and Furious mit. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Im ersten Film durften Walker und Diesel viele Stunts machen, da beide damals noch nicht als Stars galten. Doch beim 4. Fast and Furious waren die Schauspieler bekannt und die Stunts schwieriger geworden und das Studio verbot Walker und Diesel, Risiken einzugehen. Ein Jahr später bekamen Paloma und Vin einen Sohn, Vincent Sinclair. Der Schauspieler hat noch einen weiteren Sohn, Isaiah, der etwas älterer als Hania ist. Der Name seiner Mutter ist nicht bekannt, aber der Junge verbringt viel Zeit mit seinem Vater und dessen Familie. 2011 begeisterte Vin das Publikum mit einem weiteren Teil, 5 von Fast and Furious, und der Schauspieler bekam 50 Millionen Dollar. Im Jahr 2013 spielte Vin Diesel die Hauptrolle in dem Thriller Riddick. Die Produktion des Films drohte gleich zu sein, als es zu einer Verzögerung bei der Finanzierung kam. Vin Diesel übernahm schließlich die Finanzierung des Films, bis das Problem mit der Bank gelöst wurde. Nach Angaben des Schauspielers musste er sein Haus mit seiner Hypothek belasten, um einen Kredit aufnehmen zu können. Im selben Jahr vertonte er die Hauptfigur in dem Animationsfilm Riddick, Blindsided, und spielte die Hauptrolle in Fast Furious 6. Wo Dwayne Johnson den Actionfilm beitrat. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Zur gleichen Zeit begann die Dreharbeit zu Furious 7, die jedoch im November aufgrund des Todes von Paul Walker unterbrochen und erst im Frühjahr 2014 wieder aufgenommen wurden. In dieser Zeit liefen folgende Filme dem Schauspieler: The Last Witch Hunter und Guardians of the Galaxy, in dem Diesel die Rolle von Groot, einer Zeichentrickfigur, spielte. Der Schauspieler diente als Motion Capture Model und vertonte ihn später in mehreren Sprachen, darunter Russisch. Be free us. I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. 2015 bekamen Vin Diesel und Paloma ihre zweite Tochter, Pauline. Benannt nach dem verstorbenen Paul Walker, mit dem sie gut befreundet waren. Auch erschien der lang ersehnte Film Furious 7, der dem Schauspieler ein fabelhaftes Honorar gebracht hat, 47 Millionen Dollar. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Ryan, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Am Set des Projekts Triple X – Return of Xander Cage im Jahr 2016 lernte Vin Diesel seine Filmpartnerin Nina Dobrev kennen. Das aufreizende Fotoshooting der Prominenten ließ die Fans glauben, dass sie eine Affäre haben. Später stellte sich heraus, dass sich die Schauspieler einfach miteinander gut verstanden. Neben diesem Film wurden auch andere Filme wie Billy Little's Long Halftime Walk und Guardians of the Galaxy Vol. 2 veröffentlicht, der von den Zuschauern sehr gelobt wurde.
Diesel verdiente 2016 35 Millionen Dollar und war damit der siebthöchst bezahlte Schauspieler des Jahres. Der achte Teil von Fast and Furious, The Fate of the Furious, der 2017 in die Kinos kam, blieb bei den Zuschauern wegen des Konflikts in Erinnerung, der eine Woche vor Ende der Dreharbeiten zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel ausbrach, weil Diesel als Produzent einige der geplanten Szenen mit Johnson in letzter Minute absagte. Your cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? Diesel verdiente 2017 54,3 Millionen Dollar und war damit der dritthöchst bezahlte Schauspieler des Jahres. Außerdem belegte Vin Diesel den ersten Platz unter den Schauspielern, deren Filme in Forbes Magazin die höchsten Einspielereignisse erzielten. Die Gesamteinnahmen der Bilder, wo er spielte, beliefen sich auf 1,6 Milliarden Dollar. Der größte Teil dieses Betrags entfällt auf The Fate of a Furious mit 1,2 Milliarden Dollar. 2018 vertonte der Schauspieler erneut seinen Charakter Groot in Avengers Infinity War und Avengers Endgame sowie in den Animationsfilm Ralph Breaks the Internet. Im Jahr 2020 lief der Science-Fiction-Action-Film Bloodshot und ein Jahr später folgte F9, in dem John Cena mitspielte. In diesem Jahr wird der dritte Teil von Guardians of the Galaxy veröffentlicht, in dem Vin Diesel eine der Hauptrollen spielt. Nun in Zukunft warten wir auf den 10. Teil des Fast and Furious und den Science-Fiction-Action-Film Fury. Man sagt, dass der 10. Teil von Fast and Furious die Saga der Actionfilme beenden wird. Die erfolgreiche Filmkarriere hat den Zuschauer zu einem der Bestbezahlten in Hollywood gemacht. Vin Diesels Nettovermögen beläuft sich derzeit auf 225 Millionen Dollar. Zwischen Juni 2019 und Juni 2020 hat Vin Diesel 55 Millionen Dollar verdient. Davon etwa 20 Millionen Dollar mit dem Eigenkapital des Films Fast and Furious 9. Die wachsende Beliebtheit des Schauspielers im Film hat ihm die Möglichkeit gegeben, auch in der Werbung eine beträchtliche Menge Geld zu verdienen. Für das Drehen eines 30-sekundigen Werbespots erhält er ein Honorar von 3 Millionen Dollar. Die amerikanische Marke Dodge lud beispielsweise den berühmten Schauspieler ein, die Rolle des Chauffeurs des Muckle Cars zu spielen, um einen Werbespot zu drehen. Diese Zusammenarbeit kommt nicht überraschend, da Vin Diesel an Fast and Furious mitwirkte und Dodge war ein Partner des Films. Der Schauspieler warb auch für den Yada G5-Scooter. Nach diesem Werbespot verzeichnete das chinesische Unternehmen Yada einen Umsatzanstieg von 90%. Zu Beginn seiner Karriere brachten solche Aktivitäten einen großen Teil seines Einkommens ein. So spielte Vin Diesel 1994 in Werbespot für Spielzeug mit. Darüber hinaus gründete er 2002 das Unternehmen Tygon Studios und begann mit der Produktion seines eigenen Spiels Wheelman, dessen Hauptfigur mit seiner Stimme spricht. Niemand bezweifelt, dass Vin Diesel nicht nur weiß, wie man Geld verdient, sondern auch, wie man es ausgibt. Es kann trivial erscheinen, aber der Schauspieler mag Autos. Und er hat einen Teil seines riesigen Vermögens für mehrere beeindruckende Autos ausgegeben. Seine Sammlung umfasst Dodge Charger Daytona 1969, Dodge Charger RT 1970, Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, Chevrolet Corvette 1970, Dodge Charger Tantrum 1970, Dodge Charger SRT 8 2011, Lincoln Hypersport und andere. Interessanterweise hat der Schauspieler auch einen eigenen Wohnwagen, den er während der Dreharbeiten benutzt. Der Schauspieler fühlt sich in seinem riesigen 100 Quadratmeter Doppeldecker-Van wie zu Hause. Die Kosten für diesen Luxus belaufen sich auf 1,1 Millionen Dollar. Es ist bekannt, dass Vin Diesel eine Villa in Los Angeles besitzt, die er im Jahr 2001 gekauft hat. Obwohl die Villa nicht besonders groß ist und ihre Gesamtfläche nur 140 Quadratmeter beträgt, befinden sie sich in dem prestigeträchtigen Bezirk von Hollywood Hills. Im Inneren ist das Haus trotz seines bescheidenen Größe sehr gemütlich. Es gibt keine leeren Räume, alles ist sehr kompakt, komfortabel und funktionell. Auch die Innenausstattung ist von Raum zu Raum unterschiedlich. In einem sind die Wände glatt gestrichen, in dem anderen sind die gemauert und es gibt sogar einen Ofen. Der Bodenbelag ist derselbe. Irgendwo gibt es natürliches Holz und irgendwo gibt es wiederum Fliesen. Auch die Farbpalette variiert von blassen, hellen Farben bis hin zu bunten und dunklen Tönen. Aber hier sieht alles organisch und vollständig aus. Heutzutage hat der Schauspieler das Haus zum Verkauf angeboten und plant es für 1,4 Millionen Dollar zu verkaufen. Im Jahr 2014 kauft er eine Villa in Atlanta, Georgia für 3,3 Millionen Dollar. Es verfügt über 7 Schlafzimmer, 9 Bäder, eine Küche, ein geräumiges Wohnzimmer, ein Büro, einen Kinosaal, einen Fitnessraum, eine Dachterrasse und ein voll ausgestattetes Gästehaus. Die Villa ist perfekt für Freunde und Partys gedacht.
Darüber hinaus besitzt der Schauspieler eine weitere Rolle in Los Angeles im Wert von 5,3 Millionen Dollar. Vin Diesel ist ein großer Fan der Dominikanischen Republik. Man sagt, dass der Star eine Villa in der elitären Ferienanlage Casa de Campo besitzt. Diese versucht der Schauspieler bei jeder Gelegenheit zu besuchen. Der Hollywood-Star plant außerdem, in den Baum eines Filmstudios in der Dominikanischen Republik zu investieren. Vin Diesel liebt es im Urlaub, in das Land des ewigen Sommers zu fliegen. Der Schauspieler surft gerne und mag dominikanische Restaurants. Außerdem war es das Land, in dem einige Episoden des berühmten Films Fast and Furious gedreht wurden. Was ist Ihr Lieblingsfilm mit Vin Diesel in der Hauptrolle? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken und bitte followt den Kanal, um nichts Interessantes zu verpassen.